ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Ja, ich möchte heute gerne mit euch Krautsalat selber machen. Ich habe hier Weißkohl geschnitten schon in meine Schüssel gegeben, das sind 700 Gramm. Dann habe ich hier einen halben Teelöffel Pfeffer, den habe ich frisch gemahlen. Dann habe ich hier Zucker, das sind 4 Esslöffel. Dann habe ich Weißweinessig, das sind 8 Esslöffel. Dann habe ich hier Salz, das sind 1,5 Teelöffel. Und dann habe ich hier noch Rapsöl, das sind 12 Esslöffel. Die kommen einfach alle hier in die Schüssel und werden dann gleich miteinander vermischt. Und dann wird das Ganze einfach nur umgerührt und dann lasst ihr das Ganze circa 1,5-2 Stunden durchziehen. Und dann habt ihr einen ganz leckeren, selbstgemachten Krautsalat, der super schnell funktioniert. Das Einzige ist wirklich die Ziehzeit, sage ich jetzt mal, dass der einfach ein bisschen Zeit hat durchzuziehen, weil der Weißkohl ist ja doch relativ fest jetzt noch. Und wenn ihr den ein bisschen ziehen lasst, ich stelle den dann immer in den Kühlschrank dafür, dann wird das Ganze richtig schön weich und dann könnt ihr den nachher richtig gut essen. So, ich habe meinen Salat jetzt gut durchgerührt. So einfach und schnell habt ihr euren eigenen Krautsalat hergestellt. Der wandert jetzt bei mir einfach nur noch in den Kühlschrank zum Durchziehen und dann ist er verzehrfertig. Ich mache jetzt natürlich noch ein schönes Foto für euch, was ich euch hinten anhänge. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Unten in der Infobox findet ihr wie immer das Rezept. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.